Sonnele, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge. Aska, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Wir müssen auf jeden Fall die Mauer noch ums Dorf zumachen. Wir müssen hier ganz, ganz viele Leute reinpacken. Wir brauchen noch einen zweiten Bauer, der auch nachts arbeitet hier. Und wir müssen uns generell mal angucken, wie es weitergeht, ne? Weil wir brauchen ja auch mehr Nahrung. Das war, glaube ich, unser größtes Problem. Da werden wir jetzt gleich auch erstmal direkt gucken, weil ihr habt gesagt, geschrieben, getaten, täte, tutet, ne? Dass wir hier auf jeden Fall selber erstmal rumprobieren müssen an der Kochhütte, um Rezepte rauszufinden. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal so ein Ding Fleisch, mache das klein und dann werden wir jetzt am Anfang da ein bisschen rumkochen, gucken, was passiert. Mehr wie die Suppe versalzen kann ich ja nicht, in Anführungsstrichen. Und dann müssen wir auch noch hier so noch ein paar Wege anlegen. Weil nur so ein Stück geradeaus hier, das bringt das nicht wirklich. Und ihr habt mich auf eine sehr, sehr gute Idee gebracht. Wir müssen hier die Teile nochmal tauschen, ne? Weil, wie heißt es hier, Gerber und Weber gehören zusammen und halt Schmiede und Holzputzi, ja? So, das müssen wir auch noch alles ordentlich machen, aber das wird sehr, sehr lange dauern und das werden wir, glaube ich, nicht alles heute in dieser Folge hinkriegen. Ich brauche etwas Beeren zum Kochen. Ja, ich weiß, wir haben wieder keine Beeren, weil die Pfeifen wieder nichts machen hier, ne? So, Gemüsekorb, Fleischlager. Kann ich nicht selber hier irgendwas reintun? Zutaten? Braucht man nicht auch noch was Wasser? Das ist hier Wasser. Ach, wir haben kein Wasser, ne? Nichts zum Einlagern. Nee, dann müsste ich mir erstmal wieder einmachen. So, wir haben ja den, haben wir ja abgegeben hier, ne? Darf ich mal deinen gerade haben? Du brauchst den doch eh nicht, ne? Gib mal her. So, danke schön. Den esse ich mal gerade, dann geht's mir besser. Tu mal hier rein. Kann ich jetzt ein bisschen. Hier Liter Wasser. Kann ich auch ein bisschen Gemüse dazu tun. Irgendwie so. Jetzt müssen wir das Zeug nur anmachen. So, Feuerstelle. Ja, genau. Du feinstes Rät rein. Immer gut. Immer gut. So. Gehen wir uns ein bisschen Kohle holen zum Anmachen hier. Ah, ist jetzt natürlich, ne? Müssen wir mal gucken. So, du meckerst wieder, ist voll, ne? Holzkohlelager ist voll, genau. Wollen wir jetzt nicht. Ach, ist das schön. Samenlager müssen wir auch bauen, wenn ich das da sehe. Definitiv. Aber jetzt will ich erstmal hier die Fleischsuppe hinkriegen. So, dass der Typ vielleicht ein bisschen kochen kann. Doch, weil Fleisch kriegen wir ja jede Menge. Was wir halt nicht so viel kriegen, ist leider, wie heißt das? Beeren und so, ne? Die sammeln ja irgendwie nicht. Auch wenn es schon zwei Stück sind hier. So, und jetzt brutzelt das oder wie kriege ich raus, was da reinkommt? Noch zwei Fleisch kochen. Gucke mal, was da rauskommt. Bin gespannt. 4 Liter Wasser, dreimal Fleisch, ein Pilz. So. Haltet schon mal die Nummer vom Giftnotruf bereit. Ede kocht. Uah. Dann können wir jetzt gleich, wenn fertig gekocht ist, mal den ersten Kommentar vom Carsten lesen. Der ist sehr, sehr lang, aber da sind ein paar sehr, sehr gute Punkte drin, muss ich sagen. Über die wir dann reden können. Tada! Fleischsuppe, okay. Offensichtlich ist es kackegal, was du hier kochst. 4-mal Fleischsuppe, yeah. Und dann da reinpacken, oder was? Fleischlager hat 10 Plätze, okay. So. Kochtopf. Jetzt müsste ich ihm ja sagen können hier, ne? Rezepte, jetzt haben wir die ja, Zack, Fleischsuppe haben wir hergestellt. Was ist hier? Rotes Fleisch, Rohkost, Wasser. Okay, 4, 5, 8 Stück. Dann erstell mal, bitteschön. Dann tue ich den Beerenkompott hier erstmal wieder löschen, ja? Weil wir haben sowieso keine Beeren. Du kannst herkommen, dann kannst du deine Wasserflasche wieder haben. Bitteschön, jetzt hat er Beeren. Weißt du, jetzt lösche ich den Beerenkompott raus, da hat er Beeren, ne? Die wollen mich echt veräppeln. So, ich habe hier einen. Was bringt der? Schwimmendes Fleisch. Okay. Müssen wir mal gucken. So, ich kann dir da noch einen rohen reintun. Bitteschön. Und dann lesen wir jetzt mal den Kommentar vom Carsten. Der schreibt, Hi Ede, wieder mal eine schöne Folge. Bei einem anderen YouTuber habe ich gesehen, dass man Arbeitspläne erstellen, speichern und laden kann. So habe ich einen Standardtag, Standardnachtstand gespeichert. An einem Dauerwach für Blutmond arbeite ich noch. Was diesem Spiel meiner Meinung nach auch noch fehlt, ist eine Hindernisanzeige, sodass man besser sieht, warum man nicht bauen kann. Ebenso vermisse ich ein Tech-Tree, wie er in vielen Games üblich ist. Ferner bin ich mir nicht sicher, ob ich die Kombination Kaserne-Schießstand oder Doppelkaserne zur Verteidigung nutzen sollte. Was meinst du?
Auch bin ich mir nicht sicher, ob das Anführerhaus wirklich Sinn macht im Augenblick. Tatsächlich habe ich derzeit fast die Faxen dicke vom Spiel. Innerhalb von 4 Tagen Blutmond, Bär, Blutmond. Die Hälfte der Leute ist tot, das Dorf stark beschädigt. Wünsche mir deswegen eine Gegnereinstellmöglichkeit wie in 7 Days. Das ist natürlich mehr als unglücklich, wenn bei dir alle tot sind, lieber Carsten. Ne? Dann hast du echt Pech, muss ich sagen. Aber richtig, richtig Pech. Generell kann ich dich aber verstehen und bin da ganz auf deiner Seite. Ja? Also, erstmal Kaserne, Schießstand. Das ist persönliche Präferenz, würde ich sagen. Ich persönlich mag lieber Fernkämpfer als Nahkämpfer. Und ich weiß gar nicht, wie viele passen denn hier in die Kaserne rein. Reicht nicht eine Kaserne und wir tun jetzt 20 Leute anstellen? Oder können da nur... Ah, 2 von 3, okay. Das heißt, wir könnten noch einen nehmen. Ne? Und dann müssten wir wieder noch eine Kaserne bauen. Das ist halt hier die Frage. Weil Bogenkämpfer, die machen natürlich, wenn sie gut trainiert sind und einen langen Bogen haben und so weiter und gute Pfeile, machen die auch ordentlich Schaden. Und sie haben halt den Vorteil, dass sie keinen auf die Omme kriegen, weil sie nicht da vorne drin hängen. Wenn sie denn dann angegriffen werden. Ne? So, das ist Nummer 1. Nummer 2, wie gesagt, mit dem Angriff da hast du echt Pech, kann ich nur sagen. Aber kann ich auch verstehen, dass man dann die Lust verliert. Ne? So, bis hierhin. Mach mal so. Jawohl. Dankeschön. Könntest du arbeiten gehen? Sehr gut. Mach das mal, dann können wir hier nämlich schön eine Straße lang bauen. Das möchte ich. Dass die hier mal langlaufen. Müsste nur ein Bauarbeiter kommen. Und ja, wie gesagt, Pech, dass du so oft angegriffen wurdest. Wie soll ich es jetzt sagen? Mit den Gegnern. Ich kann nicht verstehen. Ich finde es ein bisschen kurz, ne? Dass man einfach nur abends 22 Uhr der Blutmond kommt und dann kommen sie da alle angerannt, ja? Ist echt nicht die feine englische Art. Vielleicht könnte man irgendwie, ich weiß nicht, hier, wir haben ja rechts die Map. Mit Frühling sehen wir da jetzt links neben der Map, ne? Uhrzeit, Temperatur und so weiter. Vielleicht könnte man da drunter ja noch so einen kleinen Bedrohungsmarker machen oder so, ja? Der sich langsam füllt. Und dann weiß ich, keine Ahnung, ah, er ist schon auf 80%. So langsam müsste ich mich mal wieder vorbereiten oder darauf einstellen, dass bald wieder jemand kommt und mich hier angreift, ne? So, dass sie nicht aus heiterem Himmel kommen. Sowas könnte ich mir vorstellen. So, es muss ja nicht unbedingt genauso lang sein wie bei, wie heißt es, bei Dingens hier, bei der Invasion, ne? Geh mal weg da, die sollen hier bauen. Wir brauchen einen Weg hier runter. Was hast du jetzt schon wieder? Ich kann keine mehr tragen. Was? Ich kann keine mehr tragen? Was kannst du nicht mehr tragen? Ich kann keine mehr tragen, ey. Ach, sehr schön, so. Also, muss man gucken, ne? Wird schon schief gehen. Oh, oh, jetzt macht er das da ganz hoch, ne? Das ist doof. War keine gute Idee. Ja. So, weiter geht's nicht, oder was? Kann ich mitmachen hier? Kann ich. Aber das war doof, wie gesagt. So, viel Spaß, Kochhütte. So, sehr schön. Dankeschön. Dann müssen wir das hier mal ein bisschen, so, bisschen flacher machen. Machen wir das halt. Dann geht der Weg hier runter, so. Ne? Ja, genau. Die muss jetzt natürlich kaputt gehen, ne? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ach, sehr schön. So, 2 Steinklingen und 4 Stöcke brauchen wir. Gib mal her hier. Dankeschön. So, Steinklinge, Steinklinge. Nein, da, wo sind die Stöcke? Die müssen hier irgendwo liegen. Das sieht ja auch schon schön aus. Da sind wir die hungrigen Smolkr. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Die müssen wir auch abschießen jetzt. Damit die nicht alles wegfressen von uns. So. 5, nein, 4. Wo sind sie, die Mistviecher? Wo sitzt du denn da? Okay, schauen wir mal. Oh! Oh, da hängt ja mal Fleisch. Was ist denn da los? Was ist da los? Was da mal Fleisch hängt? Bin begeistert. Da, sie kommen. Sie kommen! Aber ganz schnell, weg mit dir. Mach dich vom Acker. Flossen weg von meinem Essen. So, jetzt müssen wir gucken. Ach, der ist am Kochen, ne? Ich wollte gerade sagen. Was sind das für Geräusche? So, wo sind die? Sind die schon weg? Kommen die jetzt? Dann machen wir hier nämlich einen Weg rein. Hier können wir auch einen Weg reinmachen, dann müssen wir das hier machen. Ist halt so. Und den könnten wir hier lang machen und dann da hinten rum.
Schmolke, da hinten im Wald sind sie. Sehr gut. So, habe ich noch was vergessen? Genau, das Anführerhaus vom Carsten. Sehe ich im Moment auch keinen Sinn drin. Hier im Anführerhaus, ja. Wenn es irgendeinen Buff hätte, wodurch alle zufrieden werden oder sonst was, okay. Aber ja, Sitz des Herrschers kann mit Möbeln ausgestattet werden. Da wir eh Tag und Nacht hier rumrennen und uns nur immer zwischendurch irgendwo hinlegen gerade, wenn wir ein bisschen dem verloren haben, macht das für mich keinen Sinn im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. So, 21 Uhr, wir warten noch die Stunde. Smolker sind ja noch nicht weg. Und ich fürchte, da kommt jetzt wieder ein Blutmond. Ich kenne die doch. Boah, Jungs. Ja. Scheiße, wa? Freut sich der Jäger. Hier rennt ja also rum. Ach, das ist einer von uns. Okay. So. Da sind noch Steine. Ist da draußen wer? Nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So, halt mal fest. Anführerhaus macht nicht wirklich Sinn, meiner Meinung nach. So, her mit den Pfeilen. Zurück. Her mit dem Fleisch. Haben wir da. Lederreste können liegen bleiben. Knochenfragmente auch. Kann wer anders einsammeln. Sehr gut. Also, haben wir jetzt nur einen, der hier rumkocht. Gefällt mir auch. Auch Topf verwenden. Schmeiß das mal da rein. Wir haben noch nichts gegessen. Wir müssen mal trinken. 22 Uhr. Sollten keine, kein Blutmond kommen hier. Glaube ich jetzt nicht. So, machen wir das mal ein bisschen platter, dass man hier runterkommt. Dann kannst du von hier aus dann auch so... Hallo, was ist los? Regentänzer, freust du dich? Bogenschütze. Oh, ich will jetzt mal hier rankommen, so. Würdest du das mal gerade machen? Du müsste auch noch mal ein bisschen Licht hinkommen. So. Dann haben wir hier so einen Weg. Dann könnten wir nämlich hier auf die Ecke. Könnten wir jetzt das Licht machen. Das kannst du so hier hinstellen. Bop. Zack, zack. Bitteschön. Wo ist der andere Smolke? Der rennt wieder da hinten rum, ne? Ich sag jetzt nur noch Hasis zu denen. Ich bin ja so Hasis. Ist mir egal. Hier vorne könnten wir das auch noch gerade glatt machen. Dass wir das hier mal weitermachen. Das kann nämlich der Bauarbeiter dann machen. Sollte ja passen. Mach das mal so hier dran. So. Ja, da geht's wieder nicht. Ich weiß. Mal dreie breit hier. Oder auch zweie. Mir egal. So, kannst du so dran machen. Ich mache hinten die Straße mit der 7. Können wir die jetzt hier weitermachen. So, dass wir hier mal eine vernünftige Straße hinkriegen. Die sie auch benutzen. Und benutzen können, damit sie mal ein bisschen schneller vorankommen. Und nicht so viel Ausdauer verbrauchen. So, wenn wir irgendwann mal eine dritte Staffel starten, dann werden wir das auch direkt alles so machen, wie ich es jetzt mache hier. Das heißt, wir werden uns eine schöne Ebene suchen und da wird direkt erstmal alles eingeebnet und dann werden da am Anfang direkt Straßen gezogen und ordentlich gemacht. So, dass wir Gebäude haben mit Straßen, wo sie langlaufen und nicht so wie jetzt hier alles Tohuwabohu kreuz und quer hingesetzt. Das war ja nur, weil da überall der, der Birkenwald war. Ne? Das war halt ein bisschen blöd. Aber was soll's, kannst du jetzt nicht ändern. Wie sieht's eigentlich mit Harz aus? Warum wird die hier nicht angemacht? Kein Harz, siehst du? Kein Harz. So, weg damit hier die Straße. Das müsste eigentlich reichen. Der ist da schön an seinem Feld. Bei des Flachs wächst hier den Hang hoch. Auch interessant. So. Dann will ich nämlich einen Weg hier runter. So, der bis zu den Häusern da hinten geht. Weil da müssen wir jetzt gleich auch noch welche reinsetzen. Dann müssen wir gucken wegen dem Essen. Letzte Folge waren ja, glaube ich, etliche, die rumrannten mit ich verhungere. So, deswegen will ich halt erstmal essen, 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 noch mehr essen.
Ganz, ganz wichtig. Gehen wir mal direkt hier um die Ecke. Das dauert jetzt natürlich. Arbeit für Doofe, aber muss sein. Damit wir mal einen vernünftigen Weg haben, wo die langlaufen. Und dann können wir auch mal ein bisschen planen. Hier. So, können wir hier hin machen. Hier hin machen. So. Weil da laufen die, glaube ich, auch schneller drauf, ne? Da laufen die schneller drauf. Bis zu den Häusern da hinten. Gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen oder ob die Hacke vorher kaputt ist. Das könnte ja durchaus auch sein. Wir kennen es ja. Ich fühle mich nicht mehr so stark. Ja, du bist auch kurz vorm Verdursten hier, mein Freund. Oder meine Freundin vielmehr. So, um die Ecke. Hier hin. So, dahin. Natürlich ist wieder dunkel. Wir kennen das. Ist ja immer so. Aber jetzt haben wir hier schon mal vernünftig Straße. Zumindest die Ecke hier. So. So wie ich das wollte. Lass mich mal gerade trinken. Ah, sehr gut. Sehr gut. Räumen weg das Ding. So, ein langer Stock noch. Rein da. Genau. Bau, mach an. Gefällt mir. So, ich schieb mal gerade hier das Aufnahmeprogramm hoch. Guck, was Jesus geschrieben hat. Der schreibt nämlich, ich glaube, du musst noch ein Lager für Gekochtes machen. Sonst holen die ihr Essen nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Folgen. Dankeschön. Dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal. Leuchtet da hinten so lila. Ach, das ist unser Fuzzi hier in der Bognerei, ne? Nicht die Weihnachtsbäckerei. Was ist da rot? Steht der noch da? Lebt der noch? Da hinten ist auch was Rotes. Wir müssen die wegmachen, sonst kriege ich die Krise. Was haben wir denn hier? Lager gekochte Lebensmittel. Also hier müsste es eigentlich drin sein. Wenn ich mal gucke. Nein. Ist es nicht. Der muss jetzt natürlich mehr kochen, ne? Kochen, 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 kochen. Wir kennen es. So, aber generell schauen wir mal. So, wenn ich jetzt sage, wir gehen hier so runter, dann müsste das da, das müsste alles noch weg. Alles müsste das weg. Gehen wir nochmal oben. Da müsste der jetzt auch fertig sein, der Weg. Den müsste er auch schon gemacht haben hier. Jawohl. Haben wir hier immer so Ecken drin, ne? Ja, die beiden macht er jetzt natürlich nicht, ne? Wegen dem Patrouillenmarker und den hier hat er nicht gemacht. Warum auch immer. Pfeife. Da wächst schon wieder was. Dankeschön. So, gib her. 7. Weiter Straße machen. Die Uhr könnte gleich auch mal wieder hell werden. Hätte ich nichts gegen. So. Ich hoffe, die sind alle miteinander verbunden hier, ey. Und nicht immer nur so Stückchen und Pinöpels. Sehr gut. Sehr gut. Endlich gibt es mal eine Straße hier. Wenigstens eine lange, die quer durchs Dorf führt. Bis hinten hin. So. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt für den Winter. Guck mal, das ist voll. Hier hinten. So, hängt da auch noch was oder hat er das alles gekocht? Nee, hier hängt nichts mehr. Das hat er alles mitgenommen. Ne? Ich weiß nicht, ob der jetzt Suppe draus gemacht hat oder was weiß ich. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Wie immer. Alles leer. Wir kennen es. Ja, ja, so ist das. So, was machst du hier? Ach, das ist der Jäger, ne? Genau. Geh ruhig jagen. Tu du jagen. Alles klar, passt. So. Lichtquelle. Ja. Ich meine, brauchen wir jetzt nicht mal anmachen. Wir haben 6 Uhr. Wird hell. Aber egal, wir machen es trotzdem. Wer ja schreibt, um Rezepte freizuschalten, musst du dich erstmal selbst dahinstellen und mit Zutaten rumprobieren. Zum Beispiel Pilzsuppe, Fleischsuppe und so weiter. Haben wir jetzt gemacht. Wenigstens eine Fleischsuppe haben wir. Ich hoffe, die reicht. So, dann kommt man hier an. Hier geht man runter. Hier lang, um die Ecke, bis da hinten zu den Häusern. Ich hoffe, das passt. Oh, das ist schon cool.
Mir gefällt das. Mir gefällt das. Die sind jetzt natürlich nur wieder am Heulen, dass sie nicht geschützt sind hier. Die sind wehrlos, ne? Weil da gar nichts ist. Vielleicht sollten wir hier wieder ein bisschen Mauer schon mal ziehen. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. So, Hecke. Die ganz gute haben wir ja erstmal nicht. Frage ist, wie kriege ich die da rein so? Rechtsklick einrasten, aber ich darf die so nirgends stellen, oder? Doch, so. Bumm. L, die nächste. Ja, das ist ein bisschen doof hier. Kriege ich ja gar nicht eingerastet, weil die 3 Kilometer da drunter sind. Und außerdem ist wieder dunkel wie im Bärenarsch und ich sehe nichts. Warum auch immer. Wir haben 7 Uhr morgens. Könnte es jetzt mal hell werden hier? Warum ist es immer so dunkel? Kein Mensch weiß es. Jeder sieht es. So, jetzt kann man mal gucken. Geht ihr hier über die Straße? Ein Bär war auch schon lange nicht mehr da, muss ich sagen. Was ist hier? Hallo? Langsam habe ich Hunger. Okay, ja. Passt ja noch. Passt ja. So, jetzt sieht man auch wieder was. Sehr gut. Das heißt, wir könnten hier eigentlich nochmal weitermachen. Ist da ein Stein oder so? Nein. So, da freuen sich die Bauarbeiter. Haben die was zu tun hier? Wupp, die wupp, die wupp, wupp, wupp. So, raus. Bitte machen sie jetzt. Das muss alles aufgewertet werden hier. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Ihr wärmt euch am Feuer auf. Was für ein Feuer. Ich könnte mir noch ein zweites Lager hier hin machen. Für Kochsachen und so. Wäre eine Überlegung wert. Wäre eine Überlegung wert. Wovon haben wir noch nichts? Einen Karren haben wir noch nicht. Einen Schlitten haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Rohkost, sondern eine Wassertonne haben wir auch keine, ne? Wassertonne könnten wir auch hinten reinmachen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Sag mal, bringen die jetzt die Sachen oder gehen die hier alle essen? Ich glaube, die gehen hier alle essen, ne? Hallo? Was wollt ihr denn alle von mir? Alle kommen so an. Keine Ahnung, keine Ahnung. Zack. So, da ist wieder ein Kommentar vom Riku. Der ist etwas länger, den können wir jetzt gleich lesen. Schon mal vorbereitet. Ich hoffe, ihr arbeitet hier. Natürlich wieder nicht. Wir kennen es. Ja, auch zu viel verlangt, wenn ihr arbeiten würdet. So. Mal gucken, wie das hier jetzt dauerhaft alles in den Folgen machen oder ob ich das dann nebenher ein bisschen mache. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn die hier wieder die Hälfte nicht machen. So, dann da. Hier. Und dort. Weg sind sie alle. Überall haben wir hier die Hubels drin. Das will ich eigentlich nicht. Gucken wir mal. Machen wir mal noch eins. Bitte bauen Sie jetzt. Ups, nein, nicht da reinfallen. Hallo, raus da. Muss hier lang. Genau, so muss ich. So. Ganz wichtig. So, wenn man das so einebnet, hat das auch den Vorteil, dass wir hier nicht mehr das ganze Gemüse haben. Dann ist schön flach alles. So, Weg können wir ja dann noch ein bisschen verbreitern. Guck mal, wie schnell die laufen auf dem Weg, du. Gefällt mir, ja. Hier habe ich nur wieder kaputt gemacht jetzt, ne? Wieder ganz Ede-Style. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hm. Was tust du da? Okay, er hebt irgendwas auf. Warum auch immer, frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich hänge hier irgendwie fest, kann das sein? Geringfügig. Dann nicht mehr so steil hier. Kann ich dann jetzt hier irgendwie das Ganze
auf eine Ebene bringen oder meckert er wiederum? Ich will das halt auf eine Ebene haben. Und dann nervt es ein bisschen. Ah, relativ. So, Hauptsache diesen weg, die ganz großen Löcher hier. So, so, so. Das muss ich hier überall machen. Ah, das ist gut, dass du helfen kommst. Dann mach mal weiter. Dann mache ich hier nochmal den Weg, den ich kaputt gemacht habe. So. Sehr gut. Hier auch noch ein Stückchen. So. Bitteschön. Haben es geschafft. Jawohl, ihr habt es geschafft. Guck, jetzt ist hier auch schon alles glatt. Das gefällt mir. Sehr gut. Da ist der Weg. Der ist am Kochen. Hoffe ich doch. Aber jetzt schon. Oh, guck mal da. Alles voll. Fleischsuppe wie ein Wilder. Das ist super easy. Das ist ein super easy, wie heißt das? Super easy Rezept. Kannst du ganz, ganz einfach machen. Also, halt mal fest. 10-mal besser als der Typ, der da das Fleisch kocht, würde ich behaupten, ne? Schauen wir mal, wenn wir das essen, was das bringt. Wow. Stärke erhöht. Ihr fühlt euch super. Na geil. So muss das sein. Guck mal, wie viel das bringt. Gefällt mir. Riku schreibt: Hallo Ede, zum Thema Bauernhof. Die Bauern haben einen starken Verschleiß, was Rechen angeht. Ich gebe meinem immer 2 bis 3 Rechen, was sie eine Weile durcharbeiten. So dass sie eine Weile durcharbeiten können. Habe einen Bauernhof mit 3 Feldern. Eins davon macht immer Flachs. Außer im Winter, da sind es 2. Habe 2 Mitarbeiter, einen Tag- und eine Nachtschicht. Bei deiner Größe und Menge würde ich dir 2 Kochhäuser empfehlen. Habe 35 Leute und ohne Kochhaus und richtiges Essen ist der Verbrauch an Früchten zu groß. Und diese Früchte fehlen dann dem Kochhaus, wenn deine Leute diese essen. Mach weiter so. PS, bau mehr Samenlager. Du brauchst sie, glaub mir, wenn der Bauernhof mal läuft. Das ist eine gute Idee. So, Samenlager. Wir müssen hier ein Samenlager reinmachen. Ich sag ja, wir brauchen irgendwo auch noch Platz für ein zweites Lager, habe ich so langsam das Gefühl. Weil hier haben wir nicht mehr so viel Platz. Ja. Was meinst du denn, fängst du hier im Lager? Schleicht er hier durchs Lager? Eine Pfeife. Manchmal. Ach ja, Spiele sind schon toll. So, Holz, 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 Holz. Wo sind die Samenlager? Pfeillager. Da ist das Samenlager. Bitteschön. So. Kriege ich das noch irgendwie hier vor? Wir kriegen das auch noch hier vor. Das ist gut. Das ist gut. So, dann können wir damit erstmal die ganzen Lücken hier füllen. So, und ich kann erstmal das Ding wegtun. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Guck mal, hier könnte auch noch eins hin. Jawohl. Da könnte noch eins hin und hier könnte noch eins hin davor, ne? Könnte ich das vielleicht sogar noch links hier reinstellen? Nein. Aber so. Dann hätten wir 4 Stück. Das müsste erstmal reichen. 1, 2. Weg. Würdest du dich jetzt mal bewegen hier? 2, 3, 4. So. Dann haben wir Samenlager. Ja, genau, ihr sollt Samenlager bauen. Baut ihr mal. Ich kann gerade was trinken hier. Da könnte man noch einen Brunnen hinmachen. Was heißt könnte man? Wir machen direkt, sonst habe ich es wieder vergessen. Ich kenne mich ja. Bitteschön. Kann auch hier rein. Zack. Fertig. So. Und ich lege mich jetzt mal kurz hin. Weil ich muss hier, ne? Er ist auch am Brutzeln. Hat er eine Aufgabe für uns? Da war so beim Kopf. Was will er denn? Ich brauche Messer, um Essen zuzubereiten. Okay. Na dann müssen wir da welche herstellen. Aber erstmal muss ich jetzt ein bisschen schlafen, weil ich muss Leben regenerieren. Und dann können wir währenddessen noch weiter Kommentare lesen. Zum Beispiel von der Mamika. Die schreibt, du musst erst vorkochen im Kochhaus, dann kann erst der Koch das machen. Ich nochmal, mit Fisch und Wasser kannst du Fischsuppe machen. Juhu! Jo! Müssen wir dann auch noch machen, ne? Dann könnten wir ja ein zweites Kochhaus bauen. Das eine hier macht nur die Fleischsuppe, das andere macht nur die Fischsuppe. Und die Beeren und so, die lassen wir erstmal auf Seite, weil davon haben wir eh nie welche. Die sind ja immer, die sind noch nicht da, dann sind sie schon wieder weg.
So könnte man das machen jetzt für den Anfang. So, alle brauchen sie Seile. Wer hätte das gedacht? Keine Langeweile, alle brauchen Seile. Dorfbewohner, da geht noch was. So. Zack, zack. So, wir haben ein bisschen aufgewertet hier. Sollen wir dem vielleicht unser Messer geben? Das ist ja schon nicht mehr ganz taufrisch. Komm mal her. Ja, hier, ich will mit dir reden. Kriegst du unser Messer jetzt? Bitteschön. Wo ist es? Was ist ein Abhäutemesser? Müsste aber trotzdem gehen. Wahrscheinlich kann er nicht mehr die Dinge zerlegen, ne? So, haben wir hier hinten noch... Wir bräuchten noch einen Bogenschützen, ey. Weißt du, was wir jetzt machen? Die einen gehen von hier aus. Er geht jetzt hier lang. Wir machen gleich noch einen Weg bis da hinten hin. Auf jeden Fall. Da sind die ganzen Betten drin. Die brauchen aber alle Rät, wenn ich das richtig sehe. 2 von 2. Jo, hier sind 2 drin. Wie sieht es hier aus? 0 von 2. Also 2 Stück könnten wir noch holen. Und dann müssen wir schauen. Das ist voll, ey, der kocht und kocht und kocht. Guter Mann. Er ist guter Mann. So, Wirber hier. Das ist echt, ne? Die Leiden eines Dorfvorstehers, ey. Du hast keine 5 Minuten Ruhe. Ununterbrochen kommen hier Leute. Schwacher Holzfäller, Regentänzer, Sommerangler, okay, kälteempfindlich. Kälteempfindlich gefällt mir nicht, Regentänzer, dann nehmen wir Toke. Gucken, was der sonst noch so kriegt. Wir werden sehen. Jetzt machen wir hier durch. Machen wir das da hinten lang, oder? Hier durch, das ist die Frage. Ich glaube, wir gehen hier lang. Weil hier sind wir schon so. Müssen wir von hier aus einfach... Das, was wir platt machen wollen hier. So, machen wir uns hier einen Weg, den wir entlang gehen. Und dann machen wir gleich noch einen Patrouillenmarker für... Was ist jetzt wieder? Ich habe kein Rät gefunden. Ja, dann geh woanders suchen. Ich brauche Hacken, um das Gelände zu begradigen. Alter, was ihr nicht alle braucht. Das ist das Nächste, was wir machen. Noch wen einstellen und dann... werden wir unsere beiden Werkgruben mal vernünftig herrichten. So, dass die vernünftig zusammen sind. Sprich, Weberei und Gerberei zusammen und Schmelze und Holzfuzzi. So, ich will hier einen Weg machen. Auf jeden Fall. Gleich ist meine Hacke wieder kaputt. Pass auf. So, Arbeit für Doofe, ne? Aber muss sein. Weil wir werden jetzt hier noch einen Weg machen. Bis da hinten zum Tor. Den kann dann hier unser... Okay. Was ist hier? Den kann dann unser Bogenschütze auch gehen. Dann kann er nämlich hier seine... Seinen Bogenschießstand kann er dann mitnehmen. Hier wird es wieder dunkel. Jetzt kommt garantiert wieder ein Blutmond, wetten wir. Ja, und das Lager braucht eigentlich auch noch einen zweiten Mitarbeiter. Also ihr merkt, es dauert, ne? Es dauert. Brunnen kann man nie genug haben. Wo ist das Tor? Da hinten. Liegt kein Werkzeug. Ach, hier liegt Holz rum, okay. Hier liegt Holz rum. So. Wer braucht schon, warum liegt da Stroh, wenn wir haben, wieso liegt da Holz? Ah. Machen wir mal einen Weg hier, würde ich sagen. Wuppdiwupp. Zack, zack. Bis zum Tor hier. Sehr schön. So. Und jetzt können wir nämlich den hier nehmen. Und müssen das alles nochmal machen. Und das ist halt der Vorteil. Wir müssen das jetzt, weil wir hier einfach in die Wiese gebaut haben, müssen wir das alles manuell von Hand machen, ne? Hätten wir das
am Anfang direkt alles so begradigt und nur auf den Begradigten gebaut, dann wäre das kein Problem gewesen, glaube ich. Was ist los? Asi, hast du aufs Maul gekriegt? Was hört sich an? Voll süß irgendwie. Weißt du, sie sterben, weil sie vom Jäger gekillt werden und ich voll süß. Ja, aber so ist es halt. So, komm her. Kriegen wir das noch hin? Oh, das wird eng. Ich hoffe, das reicht. Nicht, dass es gleich wieder kommt. Kaputt. Ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen, du. Straßenbaumeister Ede heute. Uiuiui. Schwitzen für den Weltfrieden hier. Was war das? Da sollst du doch gar nicht hin. Du wolltest hier hin. Ja, ich glaube, ich muss mir noch eine neue machen. Das wird nicht reichen, glaube ich. Oder wenn, ganz, ganz eng. So. Zack. Zack. Nur mal einen hier verbinden wenigstens. Also noch nicht so breit. Aber er ist damit verbunden. So, dass sie auf jeden Fall schon mal hier drüber laufen. So. Oh, ist das schön, wenn wir jetzt hier sogar Wege hinkriegen. Voll gut. Voll gut. Das hier will ich haben. Das soll ja weg. So, geht doch. Dann kannst du hier um die Ecke gehen. Da hinten hin. Genau. Könnten wir hier eigentlich noch einen hinmachen. Hallo du! So, da kannst du noch einen hinstellen. Was ist los mit dir? Ich habe kein Red gefunden. Das suche ich. Keine Angst, du kannst da weiterbauen. Passt schon. Und jetzt müssen wir erstmal hier hingehen und, was ist das hier? Patrouillenmarker machen. Genau. Da fangen wir an, hinten am Tor. Warum bin ich jetzt so weit raus hier? Weiß keiner. Hier ist es auch ganz schön dunkel. So, wir setzen einen hier hin. Da ist die Kaserne. Gib mir den nächsten. Portale ist gerade erschienen. Was? Schon wieder eine Invasion in 23 Tagen, okay. Dann machen wir eins hier hin. Müssen wir gleich mal gucken, wo das Portal erschienen ist. Auf den ersten Blick sehe ich hier nichts. So, dann kommt eins hier hin. Kommt eins hier hin. Und dann kommt noch eins, obwohl das reicht. Erstmal. Wohl, mach das hier mal T abreißen. Jawohl. Dann machen wir das letzte, machen wir jetzt zwischen so. Und dann geht das hier auf die Ecke. Geht auf die Ecke. So, und dann müssen wir noch hier vielleicht noch eine Laterne hinbauen. Weil hier passt sowieso nichts mehr hin. Da können wir nochmal so eine Laterne hinmachen. Die kann ich dir gerade mal gerade machen und reinpacken. So und so. Machen wir das noch hier rein. Dankeschön. Die anderen. Was ist da hinten? Ah, da kommt jetzt gleich wieder einer in 3 Minuten, ne? Genau. Genau. So. Und so. Und hier müsste dann auch noch was mit Licht hin. Sagen wir mal so. Passt auch. Dann wäre das hier schon mal alles schön. Dann könnte man ja auch vielleicht überlegen, das schon mal alles hoch zu machen. So, gib mir mal meinen Bogen. Ich will mich mal hier draufstellen. Sieht man das Portal irgendwo? Schon wieder da hinten? Wo? Wo ist das Portal? Der Himmel klart auf. Ja, toll. Ich sehe kein Portal. Nix Portal. Das ist fatal. Ich sehe nix Portal. Eieieiei.
Ja, müssen wir gucken. Vielleicht ist es ja wieder da oben. Da hatten wir es ja gesehen. Aber schon wieder 23 Tage bis zur Invasion. Aber das ist gut. Die eine haben wir locker geschafft. Das heißt, jetzt können wir bei der nächsten hingehen und können wir auf jeden Fall noch einen dritten machen, der in Nahkampf geht. Dann können wir bis dahin noch zwei Bogenschützen haben und dann haben wir insgesamt 6 Leute. 3 Fernkämpfer, 3 Nahkämpfer. Ich denke, das sollte reichen. Noch Jotunblut, das nehme ich gern. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Harz ist auch voll. Hier liegt auch noch Blut rum. Okay, und noch ein Blut. Alles klar. Affe zu, Affe tot. Hat der hier eigentlich noch was zu tun? Oder ist alles voll hier? Mit Balken und hast du nicht gesehen. Ich glaube, da ist alles voll, ne? Soweit. Sollte es. Jetzt bin ich natürlich neugierig und will wissen, wo dieses Portal ist. Das müssen wir noch in Erfahrung bringen, auf jeden Fall. So. Wie sieht es hier aus? Da sind schon wieder Klamotten. Warum liegt das denn hier rum? Überall liegen Leinen rum. Die Möppis, ey. Diese Möppis. So. Ich werde langsam durstig. Dann trink doch was. So. Wie sieht's mit der Fleischsuppe aus? Na, weil wenn ich das hier sehe, kriege ich die Krise. Ne? Da sind hier die Wege und so schon viel, viel schöner. Viel, viel schöner. Vor allem benutzen sie die primär. Da kannst du, ne, kannst du drüber laufen, geht schneller. Brauchst nicht so viel Ausdauer und. Sieht man hier vielleicht da hinten irgendwo ein Portal? Nein. Warum ist das wieder so dunkel? Aber das ist eigentlich immer in unserer Nähe. Ne? Müssten wir gucken. Müssten wir gucken. Der Kern hat keine Energie mehr. Da, Toke ist da. Was kann der denn gut, Toke? Toke ist obdachlos. Toke müssen wir gucken. So, Toke ist Bauarbeiter. Nein. So, Arbeiten verringert die Zufriedenheit. Ja, ist bei mir genauso. Wildling, Frühlingsvitalität, Sammlerinstinkt. Okay. Was sollte Toke nochmal werden? Jägerhaus 2, der ist auch 47. Warum? Leicht abnehmend. Was hat er denn? Wieder am Rumholen. Ah, der hat noch keine Freizeit da drin. Okay. Dann machen wir so. Übernehmen. Kein Wunder. So, was sollten wir mit Toke machen? Die anderen müssten alle mal wieder hoch werden. Solange sie nicht rot sind, ist mir das egal. Passt das. Toke sollte, glaube ich, auch Bauer werden, ne? Genau, aber der ist nicht für die Nacht, oder? Dann können wir den dafür nicht nehmen. Regentänzer. Sammlerinstinkt, Frühlingsvitalität. Nein. Ich bin ein geborener Jäger mit einem herzhaften Appetit. Aha. So, wo tun wir Toke jetzt hinstopfen? Wo stopfen wir Toke hin? Das ist die Frage. Erstmal hier ins Haus zuweisen. Wir sind ja gerade hier. Dann können wir dem auch direkt hier reinmachen. So, Freizeit 3, 1, 3, 1, 3, 1. Dann nochmal Arbeit, Arbeit. Bitteschön. Übernehmen. Testen wir da mal, ob das so geht. Geh schlafen. Kannst gleich eh direkt wieder aufstehen. Ah, so. Was wollten wir jetzt? Was soll Toke machen? Das ist die Frage hier. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich nehme immer nur eine. Gut. Wir haben noch 4 gekochte Pilze. Haben wir auch noch. 2 Nägel. Was wollten wir mit Toke machen? Weiß das zufällig noch einer von euch? User M05PW schmeißt mich weg. Sorry dafür, so steht's da, ja. Schreibt, Bauer muss Tag- und Nachtschicht mit 2 Bauern und jeder Bauer 3 Flaschen Felder, nur 4 Frucht- und Jahreszeiten pflanzen. Wenn du Werkbank mit Schreiner und Metall zusammenlegst, geht es schneller und Weber Gerber zusammen. Okay. Gut zu wissen, deswegen hatte ich das ja schon gesagt, ne, dass wir das da switchen müssen. So, die sind alle fertig hier. Haben die denn das Zeug hier reingeräumt? Arbeitet hier überhaupt noch mehr?
Überall liegt das Zeug rum und die sammeln nichts ein, ne? Teelager öffnen. Leer. Wer arbeitet denn hier in der Lagerhalle, wenn ich mal fragen darf? So, da muss doch wer arbeiten. Aufgaben, arbeitet zu. Hier, Lagerhalle Emma. Fachkenntnisse in der Nahrungssuche. Ich bin ein wenig durstig, ich fange an, hungrig zu werden. Ist die nachts dran oder was? Eigentlich die geborene Jägerin. Arbeit, Lagerhalle 2. Ist ja hier, ne? So. Schleppt die einfach alles hier rein? Oh, wir haben mal Brennholz. Bin begeistert. Oder was ist hier los? Erstmal Fleisch. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir laufen mal unten am Strand entlang. Wie viele Pfeile haben wir noch? 10, das ist nicht mehr viel. So, mach hier ein Seil rein, bitteschön. Ist da hinten der noch? Nein, der ist nicht. Sehr gut. Dann da ganz hinten der noch. Da mache ich jetzt auch nochmal ein Seil rein. Guck mal, wie weit wir laufen können. Und wie wenig das kostet, wenn wir da drauf rumlaufen. Wie geil ist das denn bitte, ey? Das ist ja mal mega. Gefällt mir. So, wir gehen jetzt ein bisschen Reet sammeln. Stürzen hier ab. Oh. Und schauen, wo dieses blöde Portal ist. Da hinten ist es schon wieder. Wusste ich's doch, am Strand. Dann werden die alle hier runterkommen. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal die Seite hier machen. Die finden ja warum auch immer kein Reet mehr. Ich muss wieder mehr am Strand hier wuseln. Aber dann heulen sie wieder rum, dass sie angegriffen werden. Wie viel Platz habe ich überhaupt? 2, 4, 6, 7. Ja, müsste reichen. Müsste reichen. Ich habe übrigens auch mittlerweile, ne, mir mal ein paar andere Videos angeguckt. Und es gibt Leute, die haben da ganz gute Tricks. So. Die tun zum Beispiel, hier, wo das Portal ist, die stellen dann einfach hier so zwei Marker hin, zwei Patrouillenmarker, und tun alle Soldaten, die sie haben, nur auf diese beiden Patrouillenmarker zuweisen. Das heißt, sobald was hier rauskommt, stürzen sich alle Soldaten da drauf und nieten das um. Finde ich eine coole Idee. Finde ich eine echt coole Idee. So, weil so hältst du die von deinem Dorf fern und da geht nichts kaputt, ne? Na, haben wir es schon gefunden. Wissen wir ja, wo es ist. Da hoch müssen wir. Und hier lang. So. Bah, kalt. Ja, wir haben Frühling. Stell dich nicht so an. Aber ich sehe hier auch keine Dingens mehr. Keine. Kannst du so lassen. Hier dürften sie ja nichts kaputt machen. Da kommen sie auch nicht hoch. Der ist gebaut. Der ist gebaut. Aber der hängt voll in der Luft. Sieht so bescheuert aus. Kann ich da noch einen zweiten draufbauen? Ich kann hier einfach drüber laufen, ne? So gefühlt so. App. Das ist halt ein bisschen, gefällt mir nicht. Aber okay. Dann machen wir auf. Sehr schön. Bauen wir das mal. Passt auch. Bup. That's bad. Kann ich noch einen Holzmarker bauen? Theoretisch ja. Ich brauche nur drei Stöcke. Dann gehen wir nochmal da hinten hin, gucken, wo viel Reet ist und holen uns das. 1, 2, 3. So, zack, zack. Geht. Okay. Wo ist das Reet? Was willst du? Good night. Ja, ich weiß, die lassen Fasern fallen. Ist mir aber gerade egal. Also, hier ist ja auch überall Reet. Hier ist überall Reet. Warum haben wir denn hier keinen? Dann bauen wir den doch mal hier hin, würde ich sagen. Zack, zack. Bitteschön, rein da. Special for Reet. Damit hier keiner mehr weggeht, ne? Alles voll mit Reet. Bis sich das Rädchen dreht. Kann es sein, dass die Sammelmarker größer sind? Definitiv größer als die Wood-Harvest-Marker. Definitiv! So, das hatten wir ja stehen lassen. Weil ist noch ein bisschen weit weg. Was ist denn hier drin? Köderfass, Werkbank.
Wir lassen das erstmal so. Guck mal. Da hängt ein Fisch. Seebarsch! Warum steht denn Seebarsch her? Ich glaube, ich habe da zwischen den Folgen einmal 5 Minuten rangestellt oder so. Geht Woche dann. So, da ist alles fertig. Da müssen wir zusehen, dass wir das hier platt kriegen, weil da will ich ja auch noch unbedingt das Dingenshaus dran machen, ne? Das Langhaus. Da werden wir auch wenn es eigentlich Verschwendung ist, wie schon gesagt wurde, werden wir da auf jeden Fall noch eins bauen. Ich will alles mal gebaut haben. So, den behalte ich mal. Du bist ja am Kochen. Gefällt mir. Dann könnten wir eigentlich hier weitermachen. Ah, das ist ärgerlich, dass ich da wen geholt habe, der nicht nachtaktiv ist. Kriegen wir das da dran? No chance. Es würde in der Luft schweben. No chance. Wo könnte ich das machen? Zack. Upp, dreh mal. Dann tun wir das einfach hier hinter dran. So, drehen. Bitteschön. Geht das wieder nicht? Ist wieder zu hoch hier oder was? Warum? Mach doch mal. Hast du den hier? Zack. Und dann müssen wir das irgendwie hier durchkriegen. Hier kommt dann einfach die Dingens in die Türe hin oder so. So, ran da. Bitteschön. Bitteschön. Wir machen das jetzt hier zu. Weil es muss ja auch nicht zu groß werden, ne? Irgendwann ist mal Schluss hier. So, in diese Richtung. Hier könnten wir jetzt, obwohl das wieder der Dingens. So, da ist der Marker. Perfekt. Ne? Man sieht's. Ich will den ja auch gar nicht. Mach mal weg. So, so. Und dann brauchen wir jetzt mal ein Tor hier. Ein Heckentor. Wie wär's damit? So. Nicht M, sondern B. Noch ein Stück Hecke. Man dann irgendwie so da dran machen kann. So. Dann schauen wir mal. Natürlich wieder vollkommen übertrieben hier. Wir kennen es ja, ne? Brauchen das hier, den ganzen Platz. Das brauchen wir alles, auf jeden Fall. Sprach er. Und dann ist hier nichts. Doch, doch, wir machen hier noch was. Wir machen hier auf jeden Fall noch was. Lass die mal da bauen. Dann haben wir hier auch schon mal ein bisschen Schutz. Dann freuen die sich. Ich hoffe, ihnen geht es dann was besser. Wir werden sehen. So, hier gibt es was zu trinken. Kann den einen Pilz noch essen. Ja gut, ihr seid wieder hier dran. Dann tue ich jetzt einfach noch ein bisschen Holz hacken hier, würde ich sagen. Mit der kleinen oder der großen, ist egal. So, schauen wir mal. Weg mit dem ganzen Zeug. Kommentare haben wir keine mehr. Wir haben echt schon wieder alle durch. Gefällt mir. So. Ja. Hier noch ein bisschen, die alle noch ein bisschen weg. Weil guck mal, hier ist schon alles schön platt, ne? Und ich weiß ja auch nicht, wie groß das Haus wird, das Langhaus. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ist halt immer so ein Hin und Her. Nehme ich die Mine jetzt mit rein, lasse ich sie weiter draußen, wo wir sie halt ungeschützt haben, ne? Dann hast du aber den Fischer ungeschützt, weil die halt so weit voneinander entfernt sind. Oder ich mache ein Riesendorf. Keine Ahnung, wir müssen gucken. Wir müssen gucken. So, auf jeden Fall gibt es hier noch jede Menge Holz und so weiter. Was die einsammeln können. Jo, lassen wir mal Revue passieren. Die nächste Invasion kommt. Da hinten wird eine neue Mauer gebaut. Wir haben noch ein paar Leute geholt. Wir haben etwas begradigt hier. Das soll noch komplett begradigt werden. Das kriege ich noch hin, Stück für Stück.
Vor allen Dingen haben wir schöne Straßen gebaut. Das gefällt mir am allerbesten. Wir kochen jetzt Fleischsuppe. Was hast du? Gar nichts, der hat nur Hallo gesagt. Und ansonsten sieht's ganz gut aus. Mir gefällt's. Wenn es dir auch gefällt, darfst du gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls du nicht genug bekommst, kannst du jetzt das Video angucken, was gerade angezeigt wird. Und ich sag wie immer, danke für deine Zeit.